Hi? Hi? Hallo? Okay. Was ist mit euch? Hey, du bist ja nicht willkommen, also hau ab. Moa! Moa, du bist ja ein Kopfgeldtyp. Warum gehst du nur herum? Nein, den kann man nicht bekämpfen. Warum kann ich dich nicht... Okay. Vielleicht bist du ein lieber Imp. Hallo? Hi? Hallo? Bist du ein Zickzack? Ich kann aber auch nicht mit ihm reden. Liebe, Drecki, Brüderlichkeit, Drecki, Freiheit, Drecki, Solidarität, Drecki. Gut, dann nicht. L-M-I-A-A. Bla 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 bla. Ich brauche einen Exorzisten. Kann mir diese Funsen nicht irgendwer austreiben? Ja, einen wunderschönen. Diesmal empfange ich euch in meinem Thronsaal. Ja, ich habe jetzt in meinem Drachenturm so ziemlich meine Kisten leer geräumt und alles verkauft. Habe hier ein paar Anselms Bräu. Wo laufe ich denn hin? Gebraut und ja, und jetzt will ich. Wo fliegen wir am gescheitesten hin? Also wo teleportieren wir uns am gescheitesten hin? Zum Ritter. Ja klar. Weil da kann ich gleich zum Drachen werden. Und dann in diese andere Schlucht reinfliegen. Wo ich mir jetzt den dritten Samen holen werde. Bam, bam. Ich glaube, die zwei Schluchten haben wir mehr als abgegrast. Jetzt schauen wir mal woanders hin. Und zwar biegen wir jetzt da nach hinten ein. Yay. Okay. Okay, kann ich da? Ja, da kann ich vorbeischlupfen an der Antidrachenzone. Okay, da ist wieder so eine fliegende Festung, oder? Ja. Oh. Wird automatisch gespeichert. Oh, da ist ja ein. Da ist ja ein Gegner, ein Fliegender. Na komm. Ja. Fliegender Goblinwächter. Cool. Blutfeuerwerk. Dann noch welche? Okay. Ich wollte aber eigentlich zum Baum. Heißt aber nicht, dass wir uns da nicht ein bisschen umschauen können. Okay, was ist da? Aha. Hi. Hi. Hallo. Okay. Wo bin ich denn da? Auf diesem Teleporter steht Lager Tapferkeit geschrieben. Er führt zum Lager. Ihr tretet zurück. Tapferkeit führt zu Hafen. Okay. Ja, dann. Wenn ihr nicht mit mir reden wollt. Kann nicht mit Schlösserknacken geöffnet werden. Okay. Schnapp sie dir! Komm mal zu mir. Was ist mit euch? Hey, du bist ja nicht willkommen, also hau ab. Moa! Moa, du bist ja ein Kopfgeldtyp. Gedanken lesen. 840. Der verfluchte Wilmann hat meinen Schlüssel gestohlen. Müsste in einem der Nester in der Nähe sein. Schlüssel. Moa! Habe ich jetzt gerade einen Händel getötet? Moa, richtig. Ja, ich werde mir gleich euren Kopf holen oder ich gehe, wohin ich will, kleiner Mann, aus dem Weg oder in Ordnung, bis später.
Moor. Nicht, wenn ich mir zuerst einen hole, jawohl. So, wo bist denn? So, warte. Ihr habt ja gar keine Waffen. Du bist ein Banditenkrieger und hast keine Waffe? Was bist du für ein Krieger? Okay, die haben Waffen. Nein, nur der Moor hat eine Waffe. Alle anderen sind unbewaffnet. Ich kann nicht. Ich kämpfe da tatsächlich gegen Unbewaffnete. Noch nicht. Also jetzt nicht mehr, aber der Großteil war unbewaffnet. Meine Korrespondenz. Moors Buch. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Und ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ah, ja, ich habe ein Hündchen getötet. So, Weiwan. Weiwan hat seinen Schlüssel geklaut. Ganz zwecklos. In der Nähe, hat ich er gesagt. Ich muss zu Fuß weiter. Mehr Platz. Da ist mehr Platz. Wow, nicht in die Drachenzone. Okay. Da. Da vielleicht. Da. Schlüssel. Da glitzert doch was, oder? Da ist nicht nur ein... Nein, das ist... Warte, ist da der Schlüssel und ein Zeppelin-Teil? Zeppelin-Kompass. Quest aktualisiert. Ah, habe ich jetzt alle gefunden? Heißt das das? Ah, wieder auf Kurs. Yay! Yay! So, aber zuerst mache ich dem Moor seine Kiste auf. Das ist doch da, oder? Ja. Zack. Ah. Hübsch! Hübsch. Gut, dann schauen wir mal, was der geschrieben hat. Der liebe Moor, meine Korrespondenz. Dieses in Leder gebundene Buch enthält eine Reihe von Briefen und Nachrichten, die offensichtlich alle an Moor gerichtet sind. Das ist nicht zu fassen. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen? Das ist Erpressung. Denk nicht einmal im Traum daran, dass du damit ungeschoren davonkommst. Wenn du meinst, dass mir deine Schläger Angst einjagen könnten, hast du dich geschnitten, gezeichnet A. Moor, ich werde die 1000 Goldstücke bezahlen, die du verlangt hast, aber bitte gib mir noch 2 Tage Zeit. Meine Tochter ist seit kurzem sehr krank und ich musste mich zuerst um sie kümmern. Gib mir bitte noch eine Chance. Heute bin ich super im Lesen. Gezeichnet A. Scheint jetzt nicht sehr questrelevant oder geschichtsrelevant zu sein. Okay, was ist denn da drüben? Ja, genau. Wenn die Alte sich was vornimmt, nämlich den Samen zu holen, findet sie auf ihren Wegen immer wieder interessante Dinger, so wie diese Imp-Krieger. Oh, ah, mein Tierchen fehlt mir. Erwache, mein Tierchen. So, ist gut. Ja, ein Imp-Heiler. Autsch. Heißt, ich... Okay. So, wer bist du? Du bist ein nicht zu bekämpfender. Oh ja. Warum gehst du nur herum? Nein, den kann man nicht bekämpfen. Warum kann ich dich nicht... Okay. Vielleicht bist du ein lieber Imp. Hallo. Hi. Hallo. Bist du ein Zickzacks? Ich kann aber auch nicht mit ihm reden. Ah, Erdwurzel. Brauche ich für Anselms Bräu. Hallo. 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 Sind die nicht süß? Die sind echt süß. Ja, wenn du nicht mit mir reden willst, dann schaue ich mal, ob ich dich bestehlen kann. Drecki, Mensch, geh weg. Alrik! Nein! Ach, du stehst doch auf der Kopfgeldliste. Alrik, König der Imps, nicht Drecki, du! Genau. Oh, und ich habe mir gedacht, das ist ein lieber Imp. Hey, Alrik. Ich will das jetzt eigentlich nicht tun, aber Quest ist Quest, du weißt schon.
Das heißt, ich spüre meinen Zorn. Spüre meinen Zorn. Drecki für Anfänger. Alriks Anführerhalskette. Die schaut aber gut aus. Gucken wir mal, ob die vielleicht das sogar wird besser, mir von Nutzen sein. Besser ist als die vom mein Amulett des Nordens oder so ähnlich. Warte, ich muss das Drecki für Anfänger noch schnell mal anschauen. Okay, das lese ich. Wurscht. Rede mit Drecki-Menschen, lerne ihre Sprache in 10 Dreckis. Drecki 1, Vokabular. Menschen benutzen eine Drecki von Wörtern, alle mit Drecki-Bedeutung. Das kann sich für uns Imps Drecki anhören, denn wir benutzen einfach das Wort Drecki und Drecki seine Betonung, um seine Bedeutung zu Drecki. Das ist Drecki, denn Menschen neigen dazu, viele unterschiedliche Themen zu Drecki, anstatt zu jagen, töten und zu vermehren zu Drecki. Drecki 2, Beispiele. Begriffe, die den Drecki-Menschen eigen sind und die wir Imps nie im Drecki verstehen können. Liebe, Drecki, Brüderlichkeit, Drecki, Freiheit, Drecki, Solidarität, Drecki. Wie ihr Drecki könnt, sind Menschen sehr Drecki-Wesen und sie zu Drecki zu versuchen, übersteigt womöglich euren Drecki. Schwachsinn. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alle Kopfgelder. Kopfgelder, Kopfgelder. Nein, das ist das mit dem, wo ist denn das? Und auf dir, genau. Ja. Passt. Und wir haben alle Zeppelin-Teile. Und da sind noch welche. Drecki, 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 Drecki. Drecki, 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 Drecki. Tierchen, kommst du da nicht rauf? Schaut's mit Tierchen an, das kommt da nicht hoch. Okay. Schamane. Jetzt aber, oder? Ah, da ist einer runterkommen zu dir. Na, das ist ja nett. Ja, ich bin ein bisschen überlevelt. Wie ihr merkt. Das hat mir beim Zagern nicht viel geholfen, weil der war Level, ich weiß gar nicht, 20, 21, wo ich 25, 26 war. Und, ah, Erdwurzel. Hübsch. Ja. Wer den Teil gesehen hat, weiß ja, wie es mir ergangen ist. Eigentlich waren es ja 2 Teile, weil ich ja dann seine Schergen auch noch töten wollte. Unnötigerweise natürlich, außer natürlich die Erfahrung. Ich schau mal kurz auf die Zeit. Die Frage ist jetzt natürlich... wie lang dauert dieser Baumquest? Oder ich fliege zurück in die Champion-Festung, also zum Champion-Hafen, und gebe die Zeppelin-Teile und die 2 Quests ab und wir machen Schluss für heute. Ich glaube, das ist besser, weil sonst überziehe ich wieder so stark. So, das heißt, Samen kommt im nächsten Teil. Wäre ich jetzt fast reingeflogen? Ich glaube. Warte. Der Teleporter vom Moor führt doch zum Hafen. Da brauche ich ja gar nicht viel laufen, sondern zack, komm zum Hafen. Yes. Ah, da bist du schon. Der mutige Bergsteiger. Schon irgendwelche Zeppelin-Teile gefunden. Schaut, was ich hier habe. Er sucht doch so etwas Ähnliches. Ich fasse es nicht. Es sieht so aus, als ob sich unsere Flotte schon bald wieder in die Lüfte erheben wird. Wenn ihr einem Goblin begegnet, sorgt dafür, dass er nicht überlebt. Was? Ich habe mir gedacht, das war der letzte Teil. Oh. Gut, dann nicht. L-Mi-A-A. Ich habe sie abgekürzt. Gut, aber die Quests kann ich abgeben. So, und dann tun wir im nächsten Teil. Samen holen. Hattet Hi. Ihr Glück bei der Suche nach diesen Halunken? Ja. Sehr gut. Das Gold habe ja. ich in die Persön- ja. 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 Ja.
Ja. Erinnerst du dich an die Trollprobleme? Hattet ihr Glück bei der Suche nach diesen Hallo? Ja, sehr gut. Das Gold ja, und das wären dann alle. Jetzt, ja, da ihr die manche ja, gehört habt. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Oh, noch eine Wahlmöglichkeit. Starke Veredelung, ja, nimmer. Geld brauche ich keins mehr. Okay. Damians Ende ist zum Greifen nah. Aber ihr streift immer noch durch die Fjorde, um belanglose Banditen aufzuspüren und sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Bla 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 bla. Ich brauche einen Exorzisten. Kann mir diese Funsen nicht irgendwer austreiben? Die geht mir so auf die Nerven. So. Ich habe jetzt echt gedacht, ich bin mit Zeppelin fertig. Da muss ich aber noch weiter in die depperten Wivernestern herumsuchen. Ja, dann fahren wir mit dem Lift darauf. Und der mich jetzt eigentlich hätte zerquetschen müssen. So, der führt wieder mal zum Philosophen. Dann fliegt man noch zurück, weil der Teil ja eh recht kurz geworden ist. Da sparen wir uns dann beim nächsten Mal die Fliegerei, außer es fliegen schön. Und holen beim nächsten Mal den Samen, wenn es wahr ist. So da. Ah. Also wer das erfunden hat, gehört gelobt. Was? Nicht in die Drachenzone rein. So, wo ist der Baum? Ah, da waren die Goblins. Da ist eine fliegende Festung oder da. Und da war dann wo oder da. Dann haben wir da noch eine Plattform. Da ist der Baum. Da geht irgendwas rein. Und da sind komische Gebilde. Ja, dann verabschiede ich mich wieder mal als Drache. Haha. Ah, ich habe ja auch Drachenfertigkeitspunkte. 3 müsstet ich haben. Ja, weil ich habe 3 Drachenbücher gefunden. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Heute waren wir auf Kopfgeldjagd. Ich wünsche einen wunderschönen. Habe die Ehre.